Dan, danke für die 28 Monate, Risa. Wir gehen rein in ein neues paar deutsche Meme-Video, was Caro geschnitten hat. Und ich vermute mal wieder, am Anfang wieder welche Fake-Codes hier verschenkt, Digga. Ich glaube, Kindergärtner ist der richtige Job für ihn. Leute, Hamburg kann nicht entscheiden. Gestern war noch Sommer, heute Winter. Schaut mal hier. Die Kinder sterben, die Arme, die tun mir leid, bei Gott. Mir ist kalt. Na, kalt, der Fred. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Wichtig, die nachfolgenden Videos sollen keine Personen in irgendeiner Weise beleidigen oder angreifen. Alles dient lediglich der... Haltung. Jeder kennt diesen einen Freund. Ach ey, danke fürs Mitnehmen. Was für Danke, Digga. Was für Danke. Ich hab eine Karte. Gar kein Problem, Bruder. Gib mal kurz her. Sammelst du Payback-Punkte? Nein. Ich hab eine Taube gefunden. Sag mal, Bruder. Wow. Was für ein süßer Freund. Warum ist dir Bier wichtiger als ich? Bier hilft Maul. Er hat sich eine neue VR-Brille gegönnt und direkt mal ausprobiert. Hey! Ja! Was macht er da, Bruder? Ja! Ach du Scheiße, Bro! What do you call two guys that love math? No, algebra! Wir wollten doch nur einen kleinen Spaß machen. Ihr stürmt in einer Musikschule. Hä? Woher kommen diese Videos, Digga? Moment, wenn die Audio. Wo fehlt Kao immer so eine Scheiße, Alter? Der Bray wollte doch nur unauffällig einen ziehen lassen. Der Bruder hat absolut recht, es kann mal passieren. Doch ganz normal, wenn man Geschwister hat und in einem Haushalt lebt, in einem Haushalt, kann es doch mal passieren, dass die Wäsche zusammenkommt und ich aus Versehen die Unterwäsche von meinem Geschwister anziehe. Es kann doch passieren. Oder meint er von seinem Bruder, meint er von seiner Schwester? Ist doch das. Aber nicht meine. Der Kontrolleur wollte mich kontrollieren. Doch, das. Vor Jakob, Bruder, danke für die 40 Monate Restart. Danke, Jakob. Kuss. Würdest du mal mit dem Essen gehen? Nee, lieber nicht, du. Ich stehe nie auf Babybrei. Sie, ihr dieser Arsch betrügt mich gerade 100%. Die Jungs und ich währenddessen. Leute, Wurzelflip. Oh! Krank. Der Bruder Trimax fühlt miese die Musik. Gib mir die Follower, ihr Schwänze. Der Bruder braucht ganz dringend eine Freundin. Mein erster Tag im Praktikum macht ja so viel Spaß. Der Bray hat leider die Prüfung verkackt und ist durchgefallen. Einfach so einen Sarg gebaut, Alter. Begräbnis. Ruhe in Frieden, Bruder. Ruhe in Frieden, du hast viel gelernt. Aber leider ein 6. Es ist leider ein 6. Der Bruder hatte gar keinen Bock mehr und hat direkt gekündigt. Was ist denn schon wieder in Duisburg los? Hey Angie, alles cool, Bro. Ey, war, ne? Wirklich, war gar nicht böse gemeint, Digi. War lustig. Was macht der denn da, Digga? Seine Diffi-Kostüme?
Der Bray ist danach direkt von der Uni geflogen. Can you understand what I'm talking about in terms of what I'm asking for? Whether Und wieder weg. Und wieder weg. Wie cool. Meine Eltern haben etwas für mich an Ostern versteckt. Okay, not money. Du bist adoptiert. Wir waren heute endlich mal wieder mit den Jungs beim Bowling. Jo, hat er den gegen den Fernseher geschmissen, Alter? Hat er den gegen den Fernseher... Der hat den einfach gegen den Fernseher geschmissen. Typ hat einfach was die ein schnellste Karma-Schelle jemals bekommen. Okay, also, was machen die? Klauen die was? Okay. Oh, oh Gott, Digga, nein. Er ist auch noch ausgerutscht. Hat er sich den Kopf wenigstens gestoßen? Er hat sich den Kopf gestoßen. Sehr gut, verdient. Was ein Trottel, Alter. Was ein Troll. Bro wants to quit his job. Ey, so Bruder, hör doch auf. Ja, jetzt kommt's. Der Kleine hatte die Chance auf so viel Geld und hat reingeschissen. Lass mich raus! Lass mich raus! Ich sterbe! Oha, was ist denn mit dir los, Alter? Ich werde angegriffen von Geld. So viel Geldscheine. Folgende Clip zeigt ein Ereignis, was nur alle 20 Jahre passiert. Die ganze Zeit. Die Lieferanten treffen sich vor dem gleichen Haus. Diesen Spinner an, Alter. Dass er einfach bei der Konkurrenz hier arbeitet. Was soll das? Was soll das? Hä? Das ist die wahre Marke. Ja, es ist Volt. Toll, was ist das für ein hässliches Outfit, Bruder? Ja, mit der Arme. Yeah. Ja. Ja, toll. Siehst du, das erwartet man von einem Volt-Mitarbeiter. Ja, willst du jetzt mein Fahrrad auch umtreten, ja? Ja, komm, mach, trau dich. Komm, trau dich doch. Ja, komm, dann los. Ja, okay, gut, ja. Hab ich mir gedacht. Ist doch besser so. Guck mal, trägt auch noch Kopfhörer hier während der Fahrt. Was, wenn ein Unfall passiert? Kannst du das jetzt wegschmeißen, wirklich? Meine Oma hat gesagt, sie hört auf zu rauchen. Ryan. Park. Reverse. Neutral. Drive. Sie will unbedingt alles aus der Versicherung rausholen. Oh, wie dumm. Oh nein. Boah, wie unangenehm. Boah, ist das unangenehm. Mädchenlogik in einem... Ich würde sagen, verpiss dich, du... ...Video erklärt. Ich ignoriere dich. Ich sagte, ich ignoriere dich. Hör auf zu ignorieren, dass ich dich ignoriere! Ja, ja, safe. Real talk. Hier seht ihr, die Rache der Einkaufswegen. Oh Gott! Oh nein! Ach, bestimmt wegen Sturm, ne? Die Einkaufswegen einfach... Einfach am Randalieren. Greift an, Jungs! Wie mein Geil. Lehrer und mein Vater sich am Elternsprechtag unterhalten. Auf jeden Fall eine ordentliche Backpfeife. Hat er auch verdient. Nach diesen ganzen Sachen, die er da gemacht hat, getan hat. Hat schön saftig geklatscht auf jeden Fall. Respekt. Und keiner macht irgendwas, das hast du ja meint. Ja, weil er ein Hund ist, verstehst du, wer soll da was machen? Sein Freund wird ihn danach nie wieder nerven auf WhatsApp. Tja, Mann. Voila, du wolltest es nicht anders. Ich habe dir gesagt, nervst du mich weiterhin. Nervst du mich weiterhin, setze ich einen Fluch auf dich. Bak Allah, Charleston. Ich google heute, wie ich einen Fluch setze. Wallah, ich habe keine Gnade. Von mir aus setze ich mich um 23 Uhr auf den Boden, mach Kerzen um mich rum und dich verflucht. Wenn es dir gefallen hat, dann ja. Oh Mann, ne. Ja, war ein gutes Video wieder, ne? War wieder ein gutes Video. Gutes Video von K.O. Oh fuck off, Matsch, merke, wie sich alles dreht. Türsteher ist mad, hab vergessen, wie man geht. Glaube, ich hab Superkräfte, weil ich alles doppelt seh. Ich und meine Brüder gehen heute S.E.U.P.D. Oh fuck off, Matsch, merke, wie sich alles dreht. Türsteher ist mad, hab vergessen, wie man geht. Glaube, ich hab Superkräfte, weil ich alles doppelt seh.